Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit den Crosscard All-Stars. Nach der Buggy-Herausforderung in dem letzten Part, also quasi im gestrigen Part, legen wir heute weiter oder legen wir heute los mit den Crosscard All-Stars. Bin mal gespannt, was ich da erwarte. Ich glaube, ich habe irgendwo eins. Es sind auch nur 6 Rennen. Okay, ich dachte, es sind 7 Rennen. Aber es sind tatsächlich nur 6 Rennen. Okay, das würde mich freuen. Super. Wir starten rein in die erste Serie. Das heißt, eine Sprintstrecke, die in Nevada liegt. Dann geht es weiter nach Mexiko, Baja und dann bleiben wir in Nevada. Und dann geht es im Regen weiter mit nochmal 2 Rennen. Also wahrscheinlich wieder Halbfinale. Finale. Cool. Auf jeden Fall. Doch. Freue mich. Genau. Wir haben eine Karte gekauft. Ich habe mir von quasi jeder Serie eine Karte geholt. Die Strecke, 640 Meter lang, besteht aus Sand. Oder ein relativ, Anführungszeichen, einfacher Wegführung, wenn ich mir das gerade mal da oben so angucke. Wobei die alle nicht sehr lang sind. Das ist gut, das sind Sprintstrecken. Das sind keine 10-Kilometer-Strecken, wie jetzt bei zum Beispiel in den ersten, vielen ersten Parts mit dem Rallye-Auto und alles drum und dran, wo dann wirklich 6 Kilometer oder 10 Kilometer oder 15 Kilometer teilweise Strecken hast. Das werden wir wahrscheinlich hier nicht haben. Gut. Wir starten im zweiten Gruppensegment auf jeden Fall wieder gleicher Modus wie vorher auch. Wie gesagt, 8 Fahrer pro Halbfinale. Die ersten 4 gehen in das große Finale, die anderen 4 gehen ins kleine Finale, sodass man im Finale wieder 8 Fahrer hat. So, wir wollen natürlich ins große Finale gehen, aber schauen wir mal, wie unser Buggy reagiert. Das wird wahrscheinlich immer eine Ecke anders sein als. Wie der Crosscard reagiert, das wird wahrscheinlich anders sein als das Buggy. So, Fahrzeugtune. Können wir nochmal noch treffen? Nee, brauchen wir nicht, okay. Gut, dann gehen wir rein. On se concentre sur la piste, le signal va être donné. Bonne course. So, wir starten mit der Nummer 87, meine absolute Nummer, weil es mein Geburtsjahr ist. C'est rouge. Oh, das Ding, der schreit ja richtig. Ah, oh, das hört sich an wie Formel 1 Mark, aber so wie die Alpen. Oh, der Rennkreis ist ziemlich. Ja, okay, die müssen ein bisschen reingewöhnt. Ich fahre die Dinger ja mit dem Controller, weil ich mich nicht traue, mit dem Lenkrad ranzugehen, gerade bei diesen Strecken. Okay, da muss man ein bisschen konzentrieren, weil die Dinger so einen direkten Lenkweg haben. So, die Führung haben wir eigentlich wohl gerade gekriegt. 2 Sekunden die Führung. Also, gleicher Modus wie eben auch. Wir müssen wieder unter die ersten 4 kommen, um ins Finale einzuziehen. Ansonsten stehen wir nur im kleinen Finale. Wir wollen natürlich ins große Finale. Klar, das ist jetzt kein Kuschel, dass wir eine kleine, natürlich schnelle Zeit haben. Aber wir ziehen aber richtig weg. Das Ding hat nämlich richtig Power. Letzte Runde. Und es sieht nach großem Finale aus, wenn jetzt nichts mehr dramatisch passiert. Oh, wir haben sogar fast überrundet. Und zwar sehr souverän sind wir vorne durch. Da werden wir vergessen. Super. Yes! Unser Renningenieur, französischer Renningenieur, freut sich. Wir haben den ersten Platz belegt. Das ist immer wichtig. So, wir haben es tatsächlich gepackt. Genau, das Finale. Fahrer A-Rennen werden zu Siegern des Events gekrönt. Fahrer B-Rennen werden um die Plätze 9 und darunter, also 9 bis 12. So, Quatsch, 9 bis 16. 9 bis 16, naja, 8, okay. Gut. Oh, ich bin im Schweizer in der. Die einzigen Deutschen. Ne, doch nicht. Im B-Finale ist noch einer. Gut. Dann schaut mal rein. Ins Finale. Sechs Rundchen ist mal. Alter, eines müsste besser weggekommen, die Kleine. Dann weißt du. Thank you.
Gefühl, dass ich es geht schwer, wenn ich durchziehen kann. Aber diesmal sitzt ein anderes Fahrradfeld. Und genau das meinte ich. Wir müssen richtig jetzt Gas geben, wenn wir wirklich da mal wegkommen. 4 Sekunden müssen wir jetzt holen, weil wir den Unfall hatten. Viel zu eng die Kurve angefahren. Also über 4 Sekunden müssen wir auf den zweiten holen, damit wir die Zeitstrafe bekommen können. Die hätten wir jetzt auch mittlerweile. So, Runde 4. Also so schnell geht das, wenn man nicht aufpasst. Einfach mal kurz das Auto auf die Seite gelegt, wenn wir zu weit links gefahren sind. Zeit nochmal. Wird jetzt wahrscheinlich knicken. Da wird ein bisschen. Ja. Ja, wir können die Finale knicken. Scheiße! Der Erste? Bon, haben wir nicht 4 Sekunden? Haben wir nicht die 4 Sekunden gekriegt? Dritter. Sag ja, wollte gerade sagen, wir haben den Finalsieg, können wir knicken. Wir haben das erste Mal ein Rennen nicht gewonnen. Mit diesem blöden Fehler, mit diesem Scheißüberschlag in der letzten Runde. Scheiße! Mann! Das ärgert mich gerade so ein bisschen, aber okay. Gut, dann gehen wir rein in die zweite Runde. Ja, das ärgert mich. Das hätten wir souverän geschafft. Das hätten wir locker. Diese 4 Sekunden, die haben mir wehgetan. Und deswegen sind wir nur Dritter geworden. Aber da die Zeit liegen lassen haben. Sonst hätten wir nämlich das geschafft, auch mit der Strafe. Naja, egal. 570 Meter lang die nächste Strecke. Wir sind Baja zu Gast in Mexiko. Also einmal kurz über die Grenze. Und das mit dem Modus dürfte das gleiche sein. Na gut. C'est presque l'heure. On attaque à fond. Oh, 2 KW-Fahrzeuge neben uns. Diese Orange hier. Wir haben den Sieger von hinten, wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Schritt zulegen jetzt. Gerade. Wir müssen wieder drauf zu arbeiten jetzt gerade. Ja, ich glaube, wir können das große Finale fast vergessen. Oh, meine Güte, Alter! Das war's.
Also das Finale können wir knicken, das große. Und die gleiche Ecke wieder. Mann! Thema ist erledigt. Wir fliegen im Halbfinale raus. Im ersten Halbfinale überhaupt übrigens. Ich glaube, den Gesamtsieg hat sie hier vergessen. Gut, wir sind raus im Halbfinale. Dommage. On aura la prochaine. Ja, wir werden im Kleinfinale antreten müssen. Das wird höchstens Platz 9. Das wird wahrscheinlich auch das Ende des Gesamtsieges sein. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Der dritte Platz im ersten Rennen. Vier im besten Platz 9. Einfach nicht hier in Mexiko. Ja, überhaupt nicht bei dieser Serie. Überhaupt nicht. Das ist nicht bis jetzt meine Serie. Och, leck mich doch. Warum will ich denn die ganze Zeit da mal hoch? Ich muss mal Zeitstrafen nehmen. Ich habe 10 Sekunden jetzt schon wieder. Ja, das ist immer sehr lieb. Wir werden Wir werden letzter, das ist das Problem an der Sache. Wir werden so weggeschmissen gerade von allen. Also irgendwie will dieses Spiel, sagt dieses gerade das Spiel, nö, du machst gar nichts heute. Wir sind letzter momentan, wir haben 10 Sekunden Zeit schon, wir werden 16. Wir werden letzter. Mann, schon wieder. Hau ab von mir. Es lief gut am Anfang. Und danach haben wir es irgendwie komplett verkackt. Aber der geht jede Runde dahin. Der Ruscher ist halt leicht weg und dann geht er runter rein. Ja, aber so rennt es halt heute. Ich bin es einfach nicht gebacken. Ich muss nicht gucken, was am besten ist. Ja, dritter Platz im ersten Rennen und dann raus im Halbfinale im zweiten Lauf. Und dort da letzter. Wir werden keine Punkte holen. Für einen Sieg werden wir wahrscheinlich im letzten Rennen nichts mit der Wertung zu tun, mit der Gesamtwertung zu tun haben. Bon, on se concentre sur l'épreuve à faire. Was für eine Klatsche. Was für eine Klatsche. Nichts zu melden, aber überhaupt nichts in Mexiko zu melden. Ja, wollen wir wirklich noch was mit der Gesamtwertung zu tun haben, müssen wir jetzt hier definitiv noch mal zulegen im letzten Rennen. Also was mit dem Gesamtsieg, wenn wir hier nichts mehr zu melden haben, das ist klar. So, wir gehen weiter in die
auf der Junistrecke 700 Meter lang, Sand und dann noch vor allen Dingen im Regen. Also das wird durchaus interessant werden. Wir müssen definitiv nochmal was holen, um zumindest vielleicht mit ein bisschen Glück über die, unter die ersten drei zu rutschen. Aber mehr wird nicht drin sein. Aber wie gesagt, das wird so, läuft halt einfach in dem Moment heute nicht. So, in Nevada, USA, Teil 2. Ja, gleicher Modus, den kennt er ja wieder mittlerweile. Wir starten diesmal in der ersten Gruppe. Excellente performance. Voyons ce que tu peux faire. Ja, wir müssen also irgendwas machen jetzt heute. Wir müssen im Idealfall das Rennen gewinnen. Wenn ich das Rennen in den ersten Lauf... Ich hätte das erste Ding gewonnen, wenn die 4 Sekunden nicht gekommen wären. Also Concentration. Vier Runden Lauf jetzt gerade, dann werden es wahrscheinlich 6 nochmal im zweiten Lauf. Der Regen macht natürlich am alles schwieriger noch. Die haben, die gehen ja auch so fliegend rein. Und wie gesagt, das war das Problem halt, dass man wechselt, dass wir im zweiten Lauf hatten. Zweiter Platz 8 war natürlich alles andere als ideal. Die Frage ist, wollen die, wir müssen auf jeden Fall noch einen Schritt nach zulegen. Wir müssen dringend irgendwie ins Finale kommen. Und in die ersten 4 kommen und dann im Finale das Ding gewinnen. Ja. Das ist so nicht weiter tragisch jetzt gerade, aber das war natürlich jetzt ein kleiner Vorgeschmack, dass man sich vielleicht im Finale erwartet. Konzentriert bleiben bis zum Ende. Finale sind wir schon mal. Das ist zumindest der Wichtigste. Das ist wieder das, was in meinem Tempo, was ich gehen kann. Gott sei Dank, noch in der letzten Runde die Nein noch geholt, aber wieder, das war auch, auch egal gewesen, wenn wir noch Zweiter geworden wären. Hier müssen wir ja nur erstmal unter die ersten 4 kommen und das Große kommt jetzt im zweiten Teil. Auf geht's. Je serai devant mon écran. Bonne course. Der letzte Lauf für dieses, für diese Folge. 6 Runden lang. Let's go. Wir müssen hier gewinnen, dann müssen wir noch drin. Wir hätten noch 52 Punkte, dann haben wir bei, ich finde, für den Gesamtsieg wird es nicht reichen, aber für den Sieg, für das, was wir holen wollen, müssen wir, zumindest Platz 3 irgendwie was holen. Wie schwer wurde dann nach Platz 16 im zweiten Lauf noch mal was zu holen. Aber wie gesagt, alles müssen wir schauen. Erste Runde ist schon mal durch. 6 Runden haben wir ja. Konzentrieren bleiben. Und der Regen im letzten Lauf macht natürlich alles andere als schwer. Als einfach. Ja, sorry. Runde 3 auch durch. Das ist Runde 3 sind wir. Ja, gewinnen müssen wir hier. Ein kleiner Vorsprung 4,5 Sekunden, aber das kann man sich auch so schnell ändern, wie man das schon ein paar Mal gesehen hat. Aber wir müssen unkonzentriert bleiben und schon hast du die Zeit wieder aus. Aber scheinbar läuft es gerade. Wir haben jetzt 2 Drittel ungefähr des Rennens durch.
Ich glaube, im nächsten Part geht es dann los mit den Trucks. Ja, das meine ich. Die Zeit verlierst du so schnell wieder. Wenn du so unkonzentriert, wenn du einen unkonzentriert hast. Ja, die erste Runde geht an den Kollegen zu Sahner. Einmal einen blöden Rutscher drin gehabt gerade, komplett. Wir waren 5,5 Sekunden oder was war das nochmal weg, ne? Dieses Spiel hasst mich gerade, ne? Letzte Runde. Letzte Runde, liebe Leute. Die letzte Runde dieser WM. Dann ja, das wird so ein bisschen besser, die Kurven kommen jetzt zurück vor, zuvor, was gekostet hat. Und jetzt arbeiten wir sich 2,7 Sekunden, den Lauf haben wir gewonnen. So, zweimal Erster, endlich wieder. Zumindest einen Sieg mitnehmen können. Ich sag ja, unter die ersten drei werden wir noch nicht kommen. Fünfter sind wir jetzt nicht geworden. Viel konnte man ja nicht. Wie gesagt, die Klatsche in Mexiko war natürlich das, was jetzt eigentlich erwartet. Ja, kommen wir nicht auf. Für die Gesamtwertung wieder reicht es definitiv nicht. Und dann ist es plus 5 halt. Wir sind Level 30 zwischendurch. Nein, sie passt da. Ja, okay. Der Meisterschaftsrückblick, Platz 5, wie gesagt. Mehr war nicht zu melden. Und mit der Querung mit 52 Punkten. Ja, am Ende sind 6 Punkte, die uns fehlen. Hätten wir, wie gesagt, die Klatsche nicht im zweiten Lauf bekommen, hätten wir sogar das Ding gewinnen können. Uns fehlt dann meine 6 Punkte. Ja, dieser kleine Fehler da in der einen Runde. Der Gesamtsieg im ersten Lauf, dann wäre es sogar egal gewesen. Aber so sind wir am Ende halt nur Platz 3 geholt. Haben wir nur Platz 3 leider geholt. Den Platz 5 sogar geholt, Entschuldigung. Gut, dann war's das für uns mit der Crosscard Rally Challenge und wir gehen weiter mit der nationalen Pro-Truck-Serie, also nicht heute, sondern im nächsten Part dann bei Let's Play. Oh, vielleicht eventuell kriegen wir sogar komplett durch. Aber müssen wir mal gucken. Naja, wir sehen uns morgen wieder dann mit der nationalen Pro-Truck-Serie. Bis dann, tschüss.